Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier mal wieder auf Custom Rigs. Heute gibt es mal wieder ein Laber-Video von mir, und zwar ein Timelapse ja, PC-Bild in Form eines Mini-ETX-Gehäuses. Und zwar wurde das Mini-ETX-Gehäuse entwickelt und ja, produziert von Custom Designs bei PET. Der PET hat ein ETX-Gehäuse entworfen, welches extrem einfach zusammenzusetzen ist, welches aus extrem wenig Teilen besteht und sehr, 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 sehr klein ist. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch heute in dem Video. Viel Spaß! When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing.
Leute, ich habe jetzt quasi mal ein bisschen gebastelt, habe dann festgestellt, dass ja, meine Kabelverlegung jetzt hier im Timelapse nicht so optimal war. Deswegen will ich euch zeigen, wie ich das Ganze jetzt dann doch gelöst habe. Und zwar die GPU-Kabel auf alle Fälle auf der Seite hier nach drüben führen. Weil wenn die sonst auf die Rückseite von der GPU drücken, dann drückt die GPU so weit raus, dass quasi die Tür das Seitenteil nicht mehr richtig zugeht. Was habe ich noch? Das Stromkabel habe ich auch unten durchgeführt, kommt hier raus und hier hinten vorbei und direkt ins Netzteil rein. Ist so eigentlich so auch die beste Lösung. Nimmt am wenigsten Platz weg. Mit dem Setup jetzt hier, weil es auch unten drin jetzt so eng ist hier, ist jetzt hier keine Möglichkeit mehr, eine SSD zu montieren, weder am Boden. Man könnte es machen, das wird aber so sehr quetschend, dass sich das alles ein bisschen Kunst als Acryl wölbt. Also weder auf dem Boden noch hinter der GPU, weil ich ja eine riesige GPU drin habe. Und zwar ist das eine Vega 56 hier. 30,5 cm lang. Schon fast zu groß gewesen. Original passt dieser äußere Rahmen jetzt hier nicht für so eine große GPU. Ist aber kein Problem, kann man mit dem Dremel einfach ein bisschen aussparen und dann passt das Ganze rein. Ich habe die Kabel, die Stromkabel vorher angesteckt, bevor ich die GPU reingebaut habe. Das macht es natürlich ganz einfach dann. Und ja, hier unten ist natürlich jetzt noch ein bisschen Platz, aber leider nicht genug, um dort eine SSD reinzumachen. Ich überlege gerade. Also wenn man jetzt hier eine ITX-GPU nimmt, ne, die jetzt hier hinten aufhört, kann man natürlich die Halterung, die der Pat hier hinten mit vorgesehen hat, im Mainboard-Train nutzen für seine SSD. Aber ich in meinem Fall überlege jetzt noch, wie ich die SSD hier unterbringe. Eine Überlegung wäre jetzt noch eventuell, dass man vielleicht hier nochmal einen Halter baut. Eventuell hier einen Halter baut, um dort dann die SSD anzubringen. Ich denke, der Lüfter, der Abstand sollte trotzdem reichen, dass der Netzteillüfter auch genug Luft ziehen kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass der relativ selten angeht bei diesen SF-Netzteilen von Corsair. Die sind relativ, also mir gefallen sie sehr gut. Ich werde mir mal Gedanken machen, wie ich hier noch eine SSD unterbringen kann. Und dann habe ich noch eins, und zwar habe ich jetzt hier den Noctua NH-L9 CPU-Kühler. Der ist eigentlich mit seinen 65 cm gar nicht so groß, aber wie ihr jetzt hier seht, steht er drüber weg. Und die Abstandshalter, die jetzt dabei sind, sind für diesen Kühler ja zu niedrig, sage ich mal. Die hier quasi, die sind nicht hoch genug, steht nicht weit genug raus. Das heißt, die Scheibe drückt gegen den Kühler, was jetzt nicht so schön ist. Ich werde jetzt hier Abstandshalter dran machen, die so 2 mm, 3 mm breiter sind, beziehungsweise länger. Und damit kommt die Scheibe noch ein Stück raus. Und ich denke, dann sollte das Ganze wunderbar passen. Ansonsten, ja, muss ich echt sagen, ist ein cooles Case. Ist einfach zusammenzubauen. Ist natürlich ein bisschen Fummelei, weil es halt extrem klein ist. Das ist klar, ne? Wer große Gehäuse bauen will, muss halt große Gehäuse kaufen. Und ja, gibt schon noch ein paar Verbesserungen, die ich dem Pad auch schon geschickt habe, die man auf alle Fälle noch machen kann, wie zum Beispiel nochmal eine zusätzliche Abstützung hier fürs Mainboard-Tray von oben, weil man, wenn man jetzt hier mit dem Stecker rummacht, hier zum Beispiel mit einem USB 3.0 Stecker oder so, bewegt sich das dann doch schon alles ganz schön. Und man kann jetzt hier zum Beispiel auf der GPU-Seite auch ohne Probleme das schöne Seitenteil hier ranmache. Das ist hier in so einem dunkel gehalten, rauchig, und das mache ich jetzt mal hier dran. Die GPU, die bewegt sich ein bisschen im in der Riser Card, was aber nicht das Problem ist. Das macht die auch zum Beispiel beim Geekcase, was ich hier hatte. Das Geekcase ist von der Hinsicht auch nicht viel besser. Die hatten zwar angedacht, dann mal eine Verbesserung zu bringen irgendwie, aber die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und auf alle Fälle ist das ein echt schönes Gehäuse. Ja. Sieht wirklich gut aus. Also wenn man euch das mal hier anschaut. Von vorne. Ich finde es gut, auf alle Fälle.
Schön kompakt, schön klein, schön dezent in dem Schwarz. Ja, ich mache jetzt mir noch Gedanken hier über diese Abstandshalter und montiere das Seitenteil noch und dann melde ich mich zurück bei euch. So Leute, ich habe dann doch tatsächlich was gefunden in meiner Kramkiste, um den Abstand noch etwas größer zu machen. Was sollte dann auch passen? Und zwar eine ganz einfache Sache, kennt bestimmt jeder. Ich habe als Abstandshalter genommen so eine Pumpenentkopplung hier. Ja, von der Wasserkühlung, von der Wasserkühlungspumpe. So eine Entkopplung. Hat genau reingepasst, ist im M4-Gewinde. Passt hier rein und ich kann jetzt theoretisch hier schön die Seitenscheibe montieren. Ja. Die Kabel drücken jetzt noch ein bisschen hier. Muss ich mal noch ein bisschen hier nachpressen, sozusagen. So. Aber im Großen und Ganzen sollte das gut funktionieren. Das haut genau hin, der Abstand passt ganz genau. So. Jetzt müssen bloß noch die Ränderschrauben reingehen. Machen sie auch. Jetzt ist meine Seitenscheibe quasi entkoppelt. Kann sie nicht klappen. So. Das sieht sehr gut aus, das gefällt mir wirklich gut. Ich habe damit auch kein Problem, dass der Abstand jetzt dort ein bisschen größer ist. Und ich muss echt sagen, mir gefällt das richtig gut. Was sagt ihr? Ja. Man sieht jetzt hier den Unterschied. CPU-Seite, GPU-Seite. GPU kriegt auf alle Fälle genug Luft durch die Öffnung. Und ja, bin ich quasi fertig mit meinem Padcase-Aufbau. Und wie das Ganze jetzt genau hier aussieht, zeige ich euch jetzt in einem kurzen Videoausschnitt. Das Padcase hier ist jetzt fertig gebaut. Und wie sich das Ganze nachher im Detail von Temperaturen her verhält beim Spielen und ob ich eine SSD unterbekommen habe, das zeige ich euch im nächsten Video. Deswegen, wenn ihr Bock habt darauf, abonniert mich und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Vielleicht wollt ihr irgendwas Spezielles sehen zu dem Gehäuse hier, dann kann ich vielleicht darauf im nächsten Video auch nochmal eingehen. Aber ansonsten würde ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen bedanken und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht, Temperaturen, Padcase und SSD drin, ja oder nein. Also bis zum nächsten Mal, ciao.